Schlampereien und Oberflächlichkeiten. Der Landesrechnungshof hat die Bruckner-Uni in einem veröffentlichten Bericht zerpflückt. Es sind Dinge ans Licht gekommen, die von einem haarsträubenden Management-Chaos zeugen, sagt OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller. Insgesamt kommt der Landesrechnungshof auf 17 Empfehlungen, die alle durchwegs beträchtlich und relevant sind. Dieses Mal betrifft es nicht das Bruckner Haus, sondern die Bruckner Universität, Herr Grubmüller, zur Einordnung. Es geht um eine mit rund 21 Millionen Euro an Steuergeld finanzierte Institution, die Anton Bruckner Privatuniversität des Landes. Jetzt hat der Landesrechnungshof so einiges nachgewiesen, unter anderem sehr hohe Honorarkosten. Was steht denn da jetzt alles drinnen in diesem Bericht? Die Honorarkosten sind nur ein Teil davon, die betragen insgesamt in der Ära Rummel 441.000 Euro. Allein die Hälfte davon bezieht sich an Beratungskosten auf das Jahr 2023. Die sind höher denn je. Allerdings sind da Dinge ans Licht gekommen, die im Prinzip von einem haarsträubenden Management-Chaos zeugen. Insofern, es habe über Jahre kein Controlling existiert, das Vier-Augen-Prinzip wurde nicht wahrgenommen, es gab keine Beschaffungsanleitungen, es gab keine Kontrolle an sich für ökonomische, wirtschaftliche, finanzielle Abläufe und dergleichen. Insgesamt kommt der Landesrechnungshof auf 17 Empfehlungen, die alle durchwegs beträchtlich und relevant sind. Man wird sehen, wie die Bruckner Uni auf diese 17 Empfehlungen reagiert. Über die sprechen wir jetzt davor noch. Sie haben es beschrieben als unzählige Schlampereien und Oberflächlichkeiten, die da festgestellt wurden. Jetzt kommt es eben zu diesen Empfehlungen. Was ist denn ganz allgemein jetzt von Empfehlungen zu erwarten? Sofern die Kulturpolitik und die Bruckner Uni gut beraten sind, müssen die 17 Empfehlungen umgesetzt werden. Der Landesrechnungshof hat die nicht zum Spaß formuliert, sondern um eine ordentliche finanzielle, ökonomische Gebarung zu gewährleisten. Insofern wird der Bruckner Uni und eben der Kulturpolitik kaum etwas anderes überbleiben. Und dann kommt es zur politischen Verantwortung. Wir haben es erwähnt, zu 95% befindet sich die Universität im Eigentum des Landes. Daher rechnen Sie da jetzt mit personellen Konsequenzen? Was die Leitung der Universität anbelangt, kann es sein, dass sich langfristig möglicherweise etwas ändern wird. Kulturpolitisch gehe ich nicht davon aus. Der SPÖ-Landesvorsitzende Lindner fordert eine Trennung der Position von Fördergeber und Uniratsvorsitz. Im Kern spricht er direkt Landeshauptmann Thomas Stelzer an, der beide Funktionen natürlich einnimmt. Das ist aber schwierig zu gewährleisten insofern, weil es einen Landesbeschluss gibt, der damals mit Gründung der Universität getroffen wurde, dass der jeweilige Kulturreferent des Landes zugleich Uniratsvorsitzender der Bruckner Uni sein muss. Schauen wir nochmal kurz zurück. Vor einem Jahr oder vielleicht sogar länger hat das ja alles begonnen. Jedenfalls, da hat man schon ein Budgetloch festgestellt rund um die Bruckner Universität in der Höhe von 1,5 Millionen Euro. Was hat es denn da mit diesem angeblichen Datenverlust auf sich? Es ist in der Nachbetrachtung eine abenteuerliche Geschichte. Bruckner Uni-Rektor Martin Rummel hat im Zuge des freiwilligen Weggangs der damaligen Universitätsdirektorin diese Frau verdächtigt, sie hätte Daten verschwinden lassen oder Daten gelöscht mit ihrem Weggang und hat im Zuge dieses angeblichen Datenverlusts die Budgetlücke von 1,5 Millionen Euro begründet, was sich im Nachhinein völlig als erfunden herausgestellt hat. Erstens waren die Daten ohnehin immer an der Universität, lediglich hat der Unirektor seine eigenen IT-Mitarbeiter nicht gefragt, wo denn die Daten seien. Die Daten sind die ganze Zeit in der Uni zur Verfügung gestanden. Zum Zweiten hat sich die 1,5 Millionen Euro Budgetlücke völlig anders begründet herausgestellt. Allerdings hat das Land Oberösterreich dann sofort diese Lücke geschlossen, die 1,5 Millionen Euro nachgeschossen und die wurden dann von der Bruckner Uni gar nicht im vollen Umfang benötigt. Kann Martin Rummel aus Ihrer Sicht da jetzt im Amt bleiben als Rektor der Uni? Zumindest ist sein Rektorat schwer ramponiert. Es ist ein Vertrauensverlust entstanden, es ist ein Vertrauensverlust in seine Qualitäten als Universitätsmanager entstanden. Ich weiß nicht, wie dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen ist, also einerseits bei den Lehrenden, andererseits bei den Studierenden, aber auch bei der Kulturpolitik.
die natürlich auch eine gewisse Sorgfalt gegenüber der Kulturinstitution walten lassen muss. Noch sehe ich kein Szenario, wie Martin Rummel dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Abschließend noch, wir sind vor rund 2 Wochen hier gesessen, haben über das Bruckner Haus gesprochen. Da hat es ja auch einige Affären jetzt gegeben. Würden Sie das irgendwie in Verbindung, beziehungsweise kann man das irgendwie vergleichen, auch was diese Dimension betrifft? Das ist nach meinem Dafürhalten nicht zu vergleichen. Bei dem einen handelt es sich um einen, ohne jetzt der Justiz vorgreifen zu wollen, und für alle Beteiligten gilt das die Unschuldsvermutung, um quasi einen kriminellen Akt. Das andere ist eine Schlamperei, sind Managementfehler, sind zum Teil haarsträubende Strukturen innerhalb der Universität. Insofern sind die beiden Situationen für mich nicht zu vergleichen. Allerdings, wenn jemand fordert, es sollte eben die Fördergeberseite vom jeweiligen Aufsichtsratsvorsitz getrennt werden, dann halte ich das prinzipiell für eine gute Idee. Nur dann müsste es auch für alle anderen Kulturinstitutionen, egal welcher Trägerschaft, ob Stadt, Land, Bund, ebenso angewandt werden. Herr Grobmüller, ich bedanke mich für Ihre Analyse. Sehr gern.